Steigen wir ein beim Blick auf Entwicklungen hin und weg zur Demokratie. Wir sprachen über die Demokratisierungswellen, drei nach Huntington, über die Reautoritarisierungswelle. Und jetzt müssen wir uns dieses Oszillieren zwischen Demokratie und autoritärer Herrschaft etwas näher ansehen. Denn die meisten Staaten auf der Welt sind irgendetwas zwischen voll entfalteten Demokratien und höchsten Autokratien. Und eben diese Vielfalt zu erfassen, ist unsere analytische Aufgabe. Demokratien sind, und das wurde das ganze Semester über klar, sehr voraussetzungsreiche Staatsformen. Es muss unglaublich viel an kulturellen Voraussetzungen da sein. Es braucht lange Zeit geschützte Entwicklung, die Europa eben ungefähr 300 Jahre lang genossen hat, damit feste Staatlichkeit entsteht, die sich dann demokratisieren lässt. Es sind anspruchsvolle Staatsformen, weil es soll ein ganz merkwürdiges kombiniert werden. Es soll Streit geben und am Ende des Streites soll eine Mehrheitsentscheidung stehen, der die Minderheit folgt. Man soll sich für Politik engagieren und überzeugt sein, dass man für das Richtige einsteht. Man soll akzeptieren, dass andere Leute sich auch für Politik engagieren, aber für etwas ganz anderes als das, was man selbst für richtig hält. Das sind eigentlich intellektuelle und emotionale Zumutungen. Und damit sowas in einer Gesellschaft funktioniert, braucht es sehr viel an Bereitschaft, sich an diese komplexe Staatsform anzulehnen und auf sie einzulassen. Und das muss man einfach immer klar vor Augen haben, wann immer man von Hoffnungen auf Demokratisierung anderer Staaten spricht. Zweitens, nie beginnt die Entwicklung von politischen Systemen mit der Einführung von Demokratie. Nie beginnt das Werden von Staatlichkeit mit der Einführung von Demokratie. Es ist quer durch die ganze Geschichte und quer durch die gesamte Gegenwart kein Fall erkennbar, wo Leute, wo ein wüster Zustand des Bürgerkriegs gewesen wäre, dann sagen, nun, lasst uns Demokratie einführen und dann funktioniert alles. Allenfalls entstehen Demokratien nach dem, was wir in der Geschichte und in der Gegenwart sehen, sie entstehen als Ergebnisse von Systemevolution, die dann entstehen, die dann auftauchen, was Deutsch für emergieren ist, sie tauchen dann womöglich auf, wenn ansonsten wesentliche Probleme politische Stabilität gelöst sind. Dann gibt es eine Chance, dass noch als Zutat Demokratie entsteht und das ist dann natürlich immer schön. Folgendes, dass in Demokratie etwas politische Stabilität weiter komplizierendes und herausforderndes ist. Die Folge daraus ist, dass die Entstehung von Demokratie in der Regel ein krisenhafter Prozess ist. Und wenn Sie den Übergang der europäischen Staaten zu Demokratien ansehen, dann erkennen Sie die gesamte Modernisierungskrise nach der Französischen Revolution. Sie erkennen den Zusammenbruch des bürgerlichen Staates im Zeitalter der Faschismen. Das ist nicht nahtlos gewesen. Und selbst in England bei näherer Betrachtung gab es erhebliche soziale Wirren und Unruhen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des dortigen Wahlrechts. Entstehung von Demokratie ist ein krisenhafter Prozess, häufig auch geprägt von Revolutionen. Es bricht eine bestehende politische Elite zusammen. Es kann auch sein, eine von außen angestoßene Systemveränderung, etwa der Übergang Japans von der autoritären Diktatur der Meiji-Reformen hin zur Nachkriegsdemokratie. Und all diese äußeren Anstöße oder die inneren Anstöße durch Revolution, die hinterlassen natürlich Nachfolgeprobleme. Ist das nun wirklich unser Staat, den wir nach amerikanischem Vorbild errichtet haben? Müssten wir bei der Rückbesinnung auf eigene Kraft nicht auch die eigene Identität wieder pflegen und folglich diese fremdoktroyierte Verfassungsordnung loswerden? Oder so ähnlich lauten dann die Argumente. Es ist kein Selbstläufer mit der Demokratie. Und es wird deswegen auch immer wieder Zusammenbrüche von Demokratie geben oder Rückfälle von Demokratie in Diktaturen. Es kann ein partieller Rückfall sein, dass irgendwo mit der Bindung der Exekutive an parlamentarische Zustimmungs- oder Vetomöglichkeiten was nicht funktioniert, dass die Exekutive der judikativen Kontrolle entwindet, dass Wahlen manipuliert werden oder zumindest versucht wird, sie zu manipulieren. Es wird also immer wieder solche Defekte, auch partielle Rückfälle geben, und zwar umso mehr, wenn es nur gelungen ist, die äußeren Formen von Demokratie einzurichten, also eine Verfassung zu geben, in der drinnen steht, das Parlament wird vom Volk gewählt, das Parlament kontrolliert die Regierung
und die Gerichtsbarkeit ist unabhängig. Und wenn es ein Parteiengesetz gibt, wo drin steht, dass es eben mehrere Parteien gibt, aber wenn das nur äußerlich ist, wenn man nur dann Wahlergebnisse akzeptiert, wenn sie einem gefallen, wie das in Afrika nicht selten der Fall ist, dann wird eben auch nur die Fassade dastehen und von innen her beschädigt werden. Und wenn Eliten versagen, wenn gemäß nicht abgebrochener regionaler oder nationaler Traditionen öffentliche Ämter wie eine private Pfründe wahrgenommen und benutzt werden, ja, dann wird Demokratie sehr schnell zum Erliegen kommen. Oder wenn ein Korruptionssystem entsteht, wie in so manchen südamerikanischen Staaten, dann sind die Fassaden von Demokratie vielleicht da, aber ihr Leben fehlt. Und in der Wirklichkeit, außerhalb dieser ziemlich gut etablierten Demokratien, die wir auch zu vielen weltweiten Studien immer wieder an den gleichen Weltgegenden gesehen haben, in West- und Mitteleuropa, in Nordamerika, in Japan, in Australien, in Neuseeland, abgesehen von diesen ziemlich stabilen Weltbereichen wird es geben, oder gibt es, und wird es vermutlich weitergeben, ein Oszillieren von Systemen, die zumindest partiell demokratisch geworden sind, zwischen halbwegs funktionierender Demokratie, und sei sie auch nur partiell, also manche Gesellschaftsbereiche betreffen, und einer partiellen Diktatur. Also dieses Übergangs- und Mischungsverhältnis, das wir emotional und analytisch so schwer ertragen, das ist der Normalzustand. Und stabile Systeme, die nicht gleich wie den Bürgerkrieg ändern oder den Revolutionen ändern, die werden sehr häufig Mischformen sein zwischen Demokratie und Diktatur. Kurt Links, einer der bedeutendsten Kollegen auf dem Gebiet der vergleichenden Systemforschung, nannte das Ganze Autoritarismen mit Adjektiven. Ein elektoraler Autoritarismus, ein exekutiver Autoritarismus, ein abgebildeter Autorismus, ein sich abmildernder Autoritarismus, ein vollständiger Autoritarismus, also lauter Adjektive, die den Kern des Systems, nämlich autoritäre Herrschaft, in jener Weise spezifizieren, wie das System eben ein wenig besonders geworden ist. Und wir schauen uns nun einige von diesen Autoritarismen mit Adjektiven an, sodass wir die Masse der bestehenden politischen Systeme, wenn sie nicht vollständige Diktaturen sind, besser einordnen können. Kompetitiver Autoritarismus besteht dort, wo keine reine Diktatur mehr besteht, sondern wo es verschiedene Arenen gibt, auf denen man die politische Macht herausfordern kann. Welche das sind, werden wir gleich besprechen. Und wenn das System so eingerichtet ist, dass die Opposition, die auf bestimmten Politikfeldern der Regierung in die Quere kommen kann, wenn die Opposition immer wieder autoritäre Machthaber herausfordern kann, schwächen kann, ja vielleicht ab und zu sogar besiegen kann. Was natürlich über periodische Wahlen am leichtesten geht. Und nun schauen wir uns genau diese Elemente, die einen an sich bestehenden Autoritarismus abmildern und in die Nähe von demokratischem Wettbewerb bringen können, diese Dinge schauen wir uns nun näher an. Das Wesentliche sind Wahlen. Wahlen, die sich inzwischen fast alle Staaten der Welt zugelegt haben. Auch in China wird gewählt. Weil es einfach im internationalen System inzwischen üblich ist, dass gewählt wird. Ein Staat, der keine Wahlen hat, der fällt bei etlichen UNO-Kriterien durch. Es braucht einfach Wahlen. So wie es in einem Orchester in der Regel Geigen braucht oder Holzbläser. Die gehören dazu. Das ist das kulturelle Diktat des Demokratieprinzips, das sich mit dem westlichen Kolonialismus und Imperialismus und dann mit dem Siegeszug, dem zeitweisen Siegeszug sozialistischer Demokratien in Anführungsstrichen weltweit durchgesetzt hat. Da ist es durchgesetzt worden, es muss periodisch gewählt werden, folglich weiß der regierende Diktator mit seiner hegemonialen Partei, wann die nächsten Wahlen ist. Das führt dann periodisch zur Machtunsicherheit. Wie schneiden wir bei den Wahlen ab? Zur Statusunsicherheit, werden wir nach den Wahlen immer noch unsere Pfründe besetzen können? Ja, und dann wird man natürlich sich bemühen, an der Macht zu bleiben, also die Wahlen manipulieren. Dafür sorgen, dass nicht alle Parteien die gleichen Wettbewerbsmöglichkeiten haben, dafür sorgen, dass die eigenen Anhänger größere Chancen haben, die Stimmzettel abzugeben als die anderen. Und im Extremfall, ja, stopft man
die Wahlurnen mit einem passenden Stimmzettel voll und sorgt dafür, dass die Stimmzettel der von einem selbst manipulierten Urnen ausgezählt werden und die anderen Urnen, wo möglicherweise falsch abgestimmt worden ist, eben verschwinden. Was in Afrika und in Teilen von Südamerika immer wieder vorkommt. Wahlen sind also, selbst wenn das diktatorische System weiter besteht, ein wichtiger Hebel, um Sand ins Getriebe der Diktatur zu bringen. Und deswegen sind auch manipulierte Wahlen ein Vorteil im Vergleich zu Systemen, die nicht einmal diese Möglichkeit haben, um jetzt ein berühmtes Wort von Enzensberger aus den 60er Jahren aufzugreifen, um Staub in die Lungen der Macht zu blasen. Staub in die Lungen der Macht blasen. Das ist eine wichtige Funktion von Wahlen. Dann kann man natürlich durch Institutionen, die mit den Inhabern der Exekutivmacht konkurrieren, auch immer wieder Staub in den Lungen der autoritären Macht blasen. Legislativen, Parlamente, unter welchem Namen auch immer, gehören heute auch zur Grundausstattung aller politischen Systeme. Es gehört sich einfach, so etwas wie ein Parlament zu haben. Die Chinesen haben den großen Volkskongress, auch die Nordkoreaner haben ein Parlament. Die DDR hatte natürlich auch ein Parlament. Es gehört sich, dass man diese Institution hat. Das ist so ein Gütesiegel. Ohne dieses Gütesiegel ist man eine ganz ordinäre Diktatur. Wenn man aber einmal ein Parlament hat und gar die Mitglieder des Parlaments durch Wahlen bestellt, was im Zeitalter demokratischer Imperative die Regel war, und ob dieses Zeitalter anhält, das bleibt noch abzuwarten, dann können eben die Vertretungskörperschaften zum Kristallisationspunkt von Oppositionstätigkeit werden. Wenn es Wahlen gibt zum Parlament, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nicht alle Leute, die im Parlament sitzen, der gleichen Partei, etwa der des Staatschefs, angehören. Da gibt es auch Leute, die anderen Parteien angehören. Ja, und wenn man die nicht ständig unter Kontrolle halten kann oder will, dann haben die privilegierte Kommunikationsmöglichkeiten. In der Volkskammer der DDR ging das so weit, dass O. Kraus, die Abgeordnete der CDU-Fraktion, der Einführung des Schwangerschaftsabbruchsgesetzes nicht zugestimmt haben. Was zur DDR-Zeit ein ganz ungeheurer Vorgang gewesen ist. Und zugleich waren in der Volkskammer jene Erfahrungen mit vorhanden, die dann nach der Friedlichen Revolution dazu geführt haben, dass noch die letzte sozialistische Volkskammer Kontrollinstrumentarien entwickelt hat, mit denen sie der abtretenden oder abgetretenen SED-Elite nachgestellt hat. Wenn also Parlamente da sind, dann gibt es in der Regel auch Leute, die nicht vollständig auf Regierungskurs sind. Die werden dann autoritäre Machthaber zu kontrollieren versuchen, dort entfaltet sich dann Repression. Mitglieder von Parlamenten sind aber in einer insofern hervorgehobenen Position, als man die nicht einfach verschwinden oder einknasten kann. Das heißt, an deren Fall werden staatliche Repressionsmaßnahmen besonders leicht sichtbar. Und folglich entsteht Öffentlichkeit hinsichtlich einer unterdrückerischen Regierungsführung. Und wenn dann die Regierung irgendwann sagt, jetzt haben wir die Schnauze voll von diesen aufsässigen Parlamentariern, die nicht mit uns an einem Strang ziehen, ja, dann steigen die Transaktionskosten bei der Beseitigung solcher Parlamente oder Parlamentarier ziemlich stark. Und das Ansehen von Regierungen, die hier zur Repression greifen, sinkt. Achten Sie nur die Entwicklung der russischen Lage mit einiger Sorgfalt. Da gibt es im Parlament durch Wahlen legitimierte, freilich geringe Opposition gegen den Kurs des russischen Präsidenten, aber die sind nicht einfach loszuwerden. Und die entsprechenden Repressionsmaßnahmen, die werden sichtbar und tragen nicht unbedingt zur Hebung des Ansehens des lupenreinen Demokraten im Kremlpalast bei. Auch die Judikative kann in autoritären Herrschaften durchaus Gegengewalt ein konkurrierendes Machtzentrum bilden. Formell sind Richter oft unabhängig. In sozialistischen Staaten waren sie es nicht. Dort waren sie auf den Grundsatz der sozialistischen Gesetzlichkeit verpflichtet. Und sozialistische Gesetzlichkeit hieß, dass Rechtsnormen so auszulegen und so anzuwenden sind, dass über die Rechtsnormen die politischen Ziele der Parteiführung, die den Staat leitet, in die Praxis umgesetzt werden. Wo man keine Weltanschauungsdiktatur hat,
kann man in die Verfassung gerne die richterliche Unabhängigkeit hineinschreiben, wie in der Verfassung von Simbabwe. Aber dann haben Machthaber in der Regel die Möglichkeit, durch Korruption die richterliche Unabhängigkeit zu unterminieren. Etwa haben die Verfassungsrichter in Simbabwe inzwischen allesamt ganz wunderbare Landgüter, die von enteigneten Weißen Großfarmern stammen. Und man verdankt sein Landgut natürlich der Gunst des Staatspräsidenten. Das weiß ein jeder Richter. Und wenn er sein Landgut nicht loswerden will, ja, dann schaut er nach Möglichkeiten, die Verfassung in politischen Streitfällen, die immer wieder auch dort von dem Verfassungsgerichtshof getragen werden, so auszulegen, dass man in der Gunst des Präsidenten bleibt. Und da gibt es vielerlei Mechanismen, um selbst wenn auf dem Papier einer Verfassungsurkunde von Gesetzen Unabhängigkeit der Richter da ist, das in der Praxis zu verändern. Es entstehen genau die Antizipationsschleifen, auf denen die gesamte Politik beruht. Ich habe etwas zu verlieren, ich will es nicht verlieren, folglich tue ich dem einen Gefallen, von dessen Willen es abhängt, ob ich Dinge verliere, die mir ans Herz gewachsen sind. Ja, und dann hat man eben verfassungsstaatliche Antizipationsschleifen seitens oder verfassungsrechtliche Antizipationsschleifen seitens einer eingeschüchterten Richterschaft. Es kann aber sein, dass manche sich aus diesen persönlichen Besorgnissen befreien, insbesondere getragen von internationaler öffentlicher Unterstützung, die vorgesehene Rolle des Kuschens nicht spielen und dann wird eine verfassungsstaatliche Antizipationsschleife einsetzen. Die Regierung weiß, man kann nicht mit jedem Verfassungsrichter oder jedem Richter so umspringen, wie man will. Und einen Richter dann aus dem Verkehr zu ziehen, durch Attentate oder Ermordung und so weiter, das ist dann schon ein vergleichsweise heftiger Akt. Und bei den Medien, ja, Medien, wenn sie unabhängig sind, vom Staat unabhängig sind, finanziell halbwegs unabhängig sind, von Journalisten geleitet werden, die nicht den Dienst an der Regierungspolitik zu ihrem Hauptauftrag machen, sondern die Kritik dessen, was Regierung und öffentliche Meinung ansonsten meinen, ja, dadurch wird politische Macht eingeschränkt, weswegen sich autoritäre Regime in der Regel dadurch kennzeichnen, dass Journalisten einen relativ enger Spielraum bleiben. Aber es kann auch sein, dass man Journalisten gegenüber nicht rundum Erfolg hat mit Korruption oder mit Einschüchterung. Und wo immer Journalist, aus welchen Gründen auch immer, der Einschüchterung oder der Korruption durch die Machthaber widersteht, entsteht genau dort Gegenmacht zum Regierungshandeln. Und im Zeitalter von Internet, das ja wesentlich schwerer unterdrückbar ist als die früheren Printmedien oder der frühere Rundfunk, entsteht hier eine Menge von Gegenmacht, deren Wirken man zum ersten Mal so richtig in den Monaten der sogenannten Arabellion gesehen hat, wo sehr kurzfristig Gegenmacht zu den etablierten Diktaturen geschaffen werden konnte. Aber an dem Fall sehen Sie freilich auch wieder, dass bloß eine Diktatur zu stürzen noch lange nicht zu einer Demokratie führt, sondern ab und zu sehr beklagenswerten Zuständen wie derzeit in Libyen. Also wir haben hier autoritäre Herrschaft, wo aber durch Wahlen, durch andere politische Institutionen zumindest der Möglichkeit nach Kontrollinstanzen geschaffen worden sind, mit deren Wünschen, mit deren politischen Willensbekundungen auch Inhaber ansonsten sehr großer Exekutivmacht konkurrieren müssen. Wenn Sie solche Fälle vergleichen mit dem derzeitigen amerikanischen Fall, da sehen Sie, was der wesentliche Unterschied ist. Selbst ein sehr machtbewusster und ökonomisch wahrscheinlich unabhängiger Präsident wie der derzeitige amerikanische Präsident fängt an, sich an unabhängige Justiz, an unabhängigen Massenmedien und demnächst an einen durch Wahlverluste seiner eigenen Partei bedrohten zweiten Parlamentskammer an Macht einzubüßen. Und wie viel mehr bedroht solche mögliche Unabhängigkeit von Kontrollinstanzen die Macht von Potentaten, die ohnehin keinen Widerspruch zu dulden gesonnen sind. Auch hier sind die kleinen Haarrisse im diktatorischen System ganz wesentlich. Denn durch die kleinen Haarrisse kann dann sozusagen der verlockende Duft von Freiheit und von Selbstbestimmung eindringen. Die zweite Hybridform nennt sich elektoraler Autoritarismus. Der Leitgedanke ist hier,
oder die Beschreibung, die Leitgedanke des Begriffs oder der Theorie hinter diesem Begriff ist, dass dort, wo der Wiederwahlmechanismus eingeführt worden ist, wo also einmal die Macht errungen zu haben, nicht ausreicht, um ständig an der Macht zu bleiben, dass dort schon keine rein autoritäre Diktatur mehr besteht. Sondern sobald Präsidenten nicht auf Lebenszeit gewählt sind, müssen sie zumindest die nächste Wahl manipulieren, wenn sie sicher sein wollen, an der Macht zu bleiben. Oder sie müssen so regieren, dass die Leute sie gerne wählen. Aber das ist dann eine wohlmeinende autoritäre Diktatur und die ist ohnehin relativ gut erträglich. Oder es ist vielleicht sogar eine Demokratie und die ist ohnehin okay. Wo aber der Wiederwahlmechanismus, der die Inhabe von politischer Macht an die Bevölkerung zurückbindet, wo der Wiederwahlmechanismus noch nicht voll entfaltet ist oder um seine Funktionstüchtigkeit gebracht wird, dort entsteht dann auch keine oder besteht keine völlige Demokratie. Dann haben wir immer noch Autoritarismus, aber zumindest potenziell gebremst durch Wahlen. So, was wären Kriterien für eine effektive demokratische Auswahl der Regierung, der Regierungen? Was wären also jene Schrauben, an denen ich als autoritärer Machthaber drehen muss, wenn ich verhindern will, dass über den Wahlmechanismus meine Macht gebremst wird? Kriterium Nummer 1, obligatorische Wahl aller politischen Entscheidungsträger. In Demokratien durchgesetzt. Auch die Richter werden gewählt. Freilich nicht vom Volk bei uns, in den USA werden etliche Richter sehr wohl vom Volk gewählt, sondern von Parlamenten bzw. von Richterwahlausschüssen. Vorhanden seien reale Alternativen bei solchen Wahlen. Also die Möglichkeit, dass man nicht nur einem Kandidaten eine Einheitspartei akklamiert und allenfalls durch das Nicht-Teilnehmen an Wahlen oder durch das Ungültig-Wählen seinen Unmut bekundet, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, eine Alternative zu wählen. Naja, an der Stelle kann man wiederum gut schrauben, man kann politische Gegner einschüchtern, ach, der will sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, na, da wollen wir mal sehen, wie gut er die Einschüchterung seiner Frau und seiner Kinder übersteht. Ach, der gibt immer noch nicht auf. Ja, vielleicht sollte man mal seine Wohnung demolieren. Was immer noch? Vielleicht verprügelt man ihn selbst. Ist immer noch da. Ja, da müsste man härtere Maßnahmen denken. Das, was ich beschrieben habe, sind keine fiktiven Sachen, sondern so hat Zimbabwe seinen letzten Rivalen um seinen Mumm gebracht. Am Schluss schaffte er es noch, seinen Rivalen zum Ministerpräsidenten zu machen und durch Korruption so zu diskreditieren, dass er kein Rivale mehr ist. Das heißt, Alternativen kaputt machen, sodass die Bevölkerung den Eindruck hat, der Macker oder Instabilität. Ja, wer will schon Instabilität? Nächstes Kriterium für wirklich machtspendende Wahlen ist der freie Zugang von Wählern und Kandidaten zu vielfältigen Informationsquellen. Ja, ich als Diktator werde schon dafür sorgen, dass systemkritische Zeitungen, wenn es sie denn geben muss, ein möglichst geringes Verbreitungsgebiet haben. Und ich werde versuchen, dass im Internet nicht allzu viel passiert, was mir nicht gefällt. Die Chinesen haben da inzwischen eine bestimmte Meisterschaft entwickelt. Und freilich wissen nun wiederum Chinesen, wie man das Ganze umgeht, dass man also auf Google über Auslandsserver zugreift. Aber es macht einen Unterschied, ob ich direkt und ohne Aufwand auf Informationen zugreifen kann, oder ob ich Umwege gehen muss, die der Staat dann eines Tages eben doch entdeckt und lahmlegt, bis der nächste Umweg gefunden worden ist. Wahlen spenden Macht, wenn das Wahlrecht weder sozial eingeschränkt ist, also dass etwa Leute ohne großen Besitz, ohne viel Geld nicht wählen dürfen, wie es im 19. Jahrhundert zur Zeit des Zensuswahlrechts üblich war, oder dass Frauen nicht wählen dürfen, was in Frankreich bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg üblich war. Ein Wahlrecht, das die gesamte erwachsene Bevölkerung umfasst, wobei man dann wiederum diskutieren kann, ab wann ist jemand erwachsen. Wir haben uns auf die Alterszahl von 18 bislang geeinigt. Wahrscheinlich wird das aktive Wahlrecht irgendwann ab 16 gesenkt werden. Ob wir es noch erleben, dass das aktive Wahlrecht dann bei 8 oder bei 6 Jahren liegt, das wird abzuwarten sein, dass es irgendwo eine Untergrenze gibt, leuchtet den meisten Leuten auch ein. Aber ansonsten ist es eine pragmatische Frage, ab wann man das Wahlrecht ausüben darf. Und natürlich kann man an dieser Schraube drehen. Und sämtliche Wahlrechtsdebatten im 19. Jahrhundert haben gezeigt, dass ganz bewusst an der Schraube gedreht worden ist. Frauen dürfen kein Wahlrecht haben, weil sie mit der Sphäre der Politik gar nicht in Verbindung kommen. Sie machen Küche, Kinder und ab und zu die Kirche.
von Politik verstehen sie nichts. Welchen Vorteil hätte man davon, wenn Frauen wählten? Diesen Unfug hat man tatsächlich bis weit ins 20. Jahrhundert gehabt. Und er hat sich erst dann verdünnisiert, als die soziale Rolle der Frau verändert worden ist. Wenn ich aber genau einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand einfrieren will, weil auf ihm meine Macht beruht, ja, dann kann ich natürlich an vielen Schrauben dafür sorgen, dass sich der Zustand nicht verändert und ich lasse das Wahlrecht eingeschränkt. Die Amerikaner haben das bis in die 60er Jahre so gemacht, dass für die Einschreibung für Wahlen, weil es ja dort keine Einwohnermeldeämter mit amtlichen Wahlbenachrichtigungen gibt, dass dort ein Alphabetisierungstest gemacht wurde, der natürlich insbesondere die nicht weiße Bevölkerung dort getroffen hat. Und für einen nicht weißen Akademiker ist es natürlich entwürdigend, bei der entsprechenden Behörde, wo man sich für die Teilnahme an Wahlen registriert, erst einmal nachweisen zu müssen, dass man lesen und schreiben kann. Und da ging man lieber gleich gar nicht hin. Und auf diese Weise war ein nennenswerter Teil der amerikanischen Bevölkerung allen Erklärungen der Verfassung zum Trotz um ihr Wahlrecht gebracht. Wenn man nach Beispielen für Rassismus in modernen Demokratien sucht, blicke man auf die USA. Da wird man sehr, sehr schnell sehr gut fündig. Das nächste Kriterium ist die freie, da geheime Stimmabgabe. Ja, da gibt es jede Menge von Möglichkeiten, das zu unterbinden. Die DDR-Praktiken einer ziemlich lupenreinen Diktatur sind allen vor Augen. Im 19. Jahrhundert etwa in Preußen mit dem Gutsherrensystem sah das so aus, dass die Wahlurne in einem großen Raum des Gutshauses aufgestellt wurde. Damals gab es noch keine amtlichen Wahlzettel, sondern die einzelnen Parteien hatten ihre eigenen Wahlzettel. Und folglich erkannte man am Wahlzettel, für welche Partei einer stimmt. Da war der Gutsherr oder der Gutsverwalter, der saß dann als Wahlvorstand daneben und achtete darauf, wer von den abhängig Beschäftigten den Wahlzettel welcher Partei einwirft. Dass auf diese Weise eine sehr effektive soziale Kontrolle gewährleistet ist, liegt völlig auf der Hand. Und dass Wahlen dann um ihre diktatureinschränkende Kraft gebracht werden, liegt auch auf der Hand. Wahrheitsgemäße Auswertung des Wahlergebnisses, manipulationsfreie Umsetzung des Wahlergebnisses in die Ämterzuweisung. Das ist für Demokratien eigentlich eine Selbstverständlichkeit, obwohl der Landeswahlleiter von Nordrhein-Westfalen vor wenigen Wochen schon bemerkte, es sei auffällig, dass es zwar insgesamt kleine, aber doch im auffällige Abweichungen nur zu Lasten der AfD gegeben habe. Nur da habe man sich verzählt. Bei anderen Parteien kaum. Das war Gründe haben wie auch immer. Es zeigt auf alle Fälle, wie wichtig ist, dass man sich darauf verlassen kann. Aber wenn ich natürlich eine anständige Diktatur betreibe, anständig bitte in Anführungszeichen, dann werde ich schon dafür sorgen, dass die von mir und meiner Gunst abhängigen kommunalen oder sonstigen Wahlbehörden klar wissen, wie das Ergebnis auszusehen hat. Die sind dann dafür verantwortlich, entweder Stimmzettel verschwinden zu lassen, die das vorgegebene Ergebnis nicht erbringen, oder dafür zu sorgen, dass Stimmzettel da sind, die genau das vorgegebene Ergebnis herbeiführen. Wiederum als Beispiel aus einer lupenreinen Diktatur, der ehemalige Staatschef der DDR, Egon Krenz, der wegen Fälschung der Kommunalwahlen von Frühjahr 1989 vor Gericht stand, sagte, er könne sich gar nicht der Wahlfälschung schuldig gemacht haben, weil vor der Wahl eh das Wahlergebnis schon festgestellt worden sei, schon festgelegt worden war. Und genau dieses Ergebnis hätten die Wahlen ergeben. Da hätte er gar nichts gefälscht, sondern das vorgesehene Wahlergebnis habe er einfach herbeigeführt. Was ein schönes Argument ist, das man intellektuell erst einmal verdauen muss, aber dann mit Freude daran hat. An all diesen Schrauben kann man drehen und dann wird gedreht. Und dann kommt man noch hin zur realen Möglichkeit des Gewählten, sein Amt auch anzutreten und wirkungsvoll auszuüben. Die Fälle in Diktaturen, wo man gewählte Abgeordnete einschüchtert, einknastet, aus welchen Gründen auch immer, oder abschießt, oder ins Exil treibt, sind so selten nicht. In afrikanischen Staaten ist es gar nicht so selten, dass ein abgewählter Präsident sich weigert, sein Amt zu verlassen und dann seine Nachfolger einfach nicht ins Amt lässt. Und dann entscheidet wirklich über das weitere Schicksal des Landes, auf wessen Seite die Polizei und die Streitkräfte stehen. Und dann entsteht ziemlich schnell ein Bürgerkrieg. Je weniger diese Kriterien
erfüllt sind, deren Stellschrauben an denen man drehen kann und an denen immer wieder gedreht wird, je weniger diese Kriterien erfüllt sind, umso weniger liegt Demokratie vor, sondern genau das, was Schädler nennt, den elektoralen Autoritarismus. Und das ist eine typische Übergangsform oder eine typische Oszillationsform zwischen Demokratie und Diktatur. Eine andere Möglichkeit, über diese Sachen nachzudenken, hat der Berliner Kollege Rüb in die Welt gesetzt. Hier werden hybride Regime, also Regime, die sowohl diktatorische als auch demokratische Elemente umfassen, als Regimetyp eigener Art aufgefasst. Dahinter steht das völlig richtige Verlangen, die politischen Systeme nicht einfach so einzuteilen, als ob es auf der einen Seite Demokratie, auf der anderen Seite Diktaturen gäbe, denn so ist es nicht. Es gibt klare Diktaturen und klare Demokratien, aber die meisten politischen Systeme sind im Zwischenbereich. Und er schlug vor, diesen Zwischenbereich aufzufassen als eine Varietät von politischen Systemen eigener Art, die eben gemischt sind aus diktatorischen und demokratischen Elementen und für alle Mischformen, etwa für Autos, die sowohl mit einem Verbrennungsmotor wie auch mit einem Elektromotor angetrieben werden, als Hybridfahrzeuge. Genau in dieser Begriffsbindungslogik wird hier von hybriden Regimen gesprochen und wird gesagt, das ist ein Systemtyp eigener Art. Der Leitgedanke hinter dieser Denkweise ist der, dass man sowohl für autoritäre Regime als auch für demokratische Regime sozusagen definitorische Minima bestimmt. Also sagt, wann immer das erfüllt ist, liegt klar eine Demokratie vor. Wann immer das erfüllt ist, liegt klar eine Diktatur vor. Und dann schaut man auf die Wirklichkeit, die diesen Minimaldefinitionen nicht genügen, die also dazwischen liegen. Und diese werden dann eben nicht nur als bestimmt vergehende Übergangsformen, denn der Weg zur Demokratie ist unaufhaltsam oder der Fall von Demokratie ist unaufhaltsam. Das ist bloß transitorisch, so wie beim Menschen das Jugendalter transitorisch ist. Nö, er schlägt vor, man soll sich klar machen, dass das eigene Systeme sind, weil ja in vielen Gesellschaften zwar nicht die Voraussetzung für eine stabile Demokratie vorhanden sein mögen, es aber doch so ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung der politischen Elite begriffen hat, dass man sich viele Vorteile von Demokratie, wie Lernfähigkeit durch halbwegs freie Diskurse, wie Reformfähigkeit durch Verschiebung von Machtverhältnissen durch Wahlen, dass man sich diese Vorteile zunutze machen sollte. Sodass man dann eben zusammenbastelt, was sich zusammenbasteln lässt und daraus eigenständige oder als eigenständig zu behandelnde Systemformen entstünden. Was sind die definitorischen Minima? Autoritäres Regime, das nennt ihr einen exzessiven Exekutionalismus, das ist Exekutivmacht, die von keinen wirksamen Grenzen beschnitten wird. Und bei demokratischen Regimen schlägt Trump vor, sie sich dann als existierend vorzustellen, wenn es zunächst einmal überhaupt effektive Staatlichkeit gibt. Wo keine Staatlichkeit, dort kann auch keine Demokratie bestehen, weil ohnehin das Faustrecht herrscht. Wo dann innerhalb von effektiver Staatlichkeit individuelle Freiheit gesichert ist, Rechtsstaatlichkeit, wo also das Recht nicht einfach Mittel der Politik, sondern Schranke der Politik ist, wo es garantierte politische Rechte der Regierten gibt und eben die Macht im Wiederwahlmechanismus drinnen steckt. Je nachdem, was vorliegt, sind wir im Bereich des klaren Autoritarismus oder der klaren Demokratie. Und da gibt es jede Menge von Kombinationsmöglichkeiten autoritärer und demokratischer Regime und die gliedert er nach vier Elementen, wovon drei gute bekannte der hier verwendeten Kategorien des Systemsvergleichs sind, nämlich Umfang von Herrschaft, die ausgeübt wird, Struktur des Herrschaftssystems, die Weise, wie sie ausgeübt wird und Legitimation. Das können wir uns auf der nächsten Folie ansehen. Das sind Merkmale hybrider Regime. Bei der Legitimation der Herrschaft, also beim Versuch klarzumachen, warum dieses politische System zu Recht besteht und warum die aktuellen Machthaber zu Recht ihre Ämter innehaben, argumentiert man den Anspruch nach demokratisch. Das System ist deswegen gut, weil es letztlich eine Demokratie ist und weil im Grunde die Machthaber gewählt worden sind, mit oder ohne Manipulationen oder mit Manipulationen unterschiedlichen Ausmaßes. Aber in solchen Regimen wird dann die plebiszitäre Variante oder die plebiszitäre Komponente von Demokratie bevorzugt,
Also, dass der Inhaber der Exekutivmacht dem Volk, wann immer er oder sie will, Entscheidungsfragen vorlegt. Und das, was das Volk dann, Klammer auf, mehr oder minder manipuliert, Klammer zu, entscheidet, das wird dann getan. Ein vernünftiger politischer Führer überlegt sich genau, in welchen Situationen er in welcher medialen und demagogischen Einkleidung der Bevölkerung welche Frage stellt und kann auf diese Weise seine persönliche Macht genauso erneuern, wie es der General de Gaulle mehrfach versucht und in einigen Fällen auch geschafft hat. Im letzten Fall freilich nicht, da trat er dann auch nach einem gescheiterten, von ihm angesetzten Plebiszit zurück. Plebiszitäre Demokratie lässt sich viel leichter manipulieren, vom Zeitpunkt der Abstimmung, über die Frage, über die abgestimmt wird, bis hin zu den ganzen Vorkehrungen des Wahlkampfes und des Abstimmungsgeschehens. Außerdem gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt Ja zu dem, was ich als Staatschef will, oder Nein, da scheidet sich klar Freund und Feind. Und die ganzen Koalitionsmöglichkeiten mit der Parlamentswahl, mit mehreren Parteien, die gibt es nicht. Das ist also für politische Führer ein sehr wundervolles Instrument. Fußnote, ich hoffe, Sie denken zurück an meine Ausführungen über unterschiedliche sortenplebiszitäre Instrumente, solche, die von unten nach oben wirken, wie Volksgesetzgebung und fakultative gesetzesaufhebende Referenden plus obligatorische Verfassungs- oder Gesetzesreferenden, die im Grunde alle gut sind, aber nicht gleich gut. Und jene plebiszitären Instrumente, die von oben nach unten wirken, die also von Staatschefs, Regierungschefs, Parlamentsmehrheiten angesetzt werden können, die allesamt im Gewand einer demokratischen Entscheidung Manipulationsmöglichkeiten für die politische Elite erschließen. Und genau diese Sorte von demokratischen Instrumenten zu bevorzugen, macht dann häufig ein Regime zu einem hybriden Regime, dem Anspruch nach demokratisch in der Verfassungspraxis über Zweifel am tatsächlichen demokratischen Gehalt nicht immer erhaben. Unter solchen Umständen sind dann Wahlen keine effektiven Instrumente der Regierten, was überhaupt erst ein Staat seiner Demokratie macht, dass Wahlen und Abstimmungen Werkzeuge in der Hand der Regierten sind und der Zivilgesellschaft sind, sondern sie werden zu Werkzeugen in der Hand der Regierenden. Und in der Regel nutzen Regierende solche Werkzeuge nicht zur Beschneidung, sondern zur Ausdehnung ihrer Macht. Bei der Herrschaftsausübung kennzeichnen sich hybride Regime dadurch, dass die Herrschaft gemäß von Rechtsvorschriften ausgeübt wird, die in verfassungsmäßig vorgesehenen Verfahren und Institutionen hervorgebracht werden, wie es sich für jeden formalen Rechtsstaat gehört. Aber es dominieren in solchen Systemen nicht allgemeine Gesetze, die dann eben für jedermann und zeitlich unbeschränkt gelten, sondern Staatschefs oder Regierungschefs, je nach den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, greifen gerne zu Dekreten. Man macht eine Einzelfallentscheidung oder man hat gesetzesvertretende Dekretsrechte, was der französische Präsident sehr umfangreich hat, was im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland dadurch eingeschränkt ist, dass alle Rechtsverordnungen, das Deutsch für Dekret ist, nur auf gesetzlicher Grundlage erfolgen dürfen und das Gesetz muss bestimmen, zu welchem Zweck und in welchen Grenzen eine Rechtsverordnung überhaupt erlassen werden darf und obendrein bedürfen Dekrete, Rechtsverordnungen auf Deutsch, bei uns auch noch der Zustimmung des Bundesrates. In manchen Staaten gibt es aber hier relativ breite Spielräume, die der Präsident aus eigenem Entschluss füllen kann, wie etwa der russische Präsident. Oder man arbeitet mit Ermächtigungen. Es wird eine Sache durch Gesetz nur so weit geregelt, dass gesagt wird, es gibt dies und dieses Problem, die und die Leitgedanken, ansonsten wird der Bundeskanzler, der zuständige Minister, mit dem Recht versehen, das Nähere über Verwaltungsvorschriften, Dekrete oder sonst was zu regeln. Es wird also gesetzgebende Macht delegiert innerhalb von Exekutivpositionen oder man macht überhaupt Generalklauseln, die dann vor Gericht so oder so gedehnt werden können, insbesondere dann, wenn die Richterschaft sich nicht gegen die Exekutive auflehnen will. Und das alles stärkt die Macht der Inhaber von Exekutivgewalt und schwächt die Regierenden, insbesondere dann, wenn sie der Exekutive mal in den Weg treten wollen. Bei der Herrschaftsstruktur
ist es für hybride Regime typisch, dass man zwar anerkennt, dass es Gerichte gibt und auch oberste Gerichte, die das letzte Wort haben, ja, wo aber sichergestellt wird, dass die Gerichte in politischen Fragen relativ wenig zu sagen haben. Dafür reicht es aus, keine Verwaltungsgerichtsbarkeit zu haben. Die DDR zum Beispiel hatte keine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Vor Verwaltungsgerichten können sie die Exekutive verklagen. Dort, wo es gar keine Möglichkeit gibt, die Exekutive als Ausüber staatlicher Verwaltungsbefugnisse zu verklagen, ja, dann müssen sie nachweisen, dass ein Beamter strafrechtlich falsch gehandelt hat oder ihnen zivilrechtlich einen Schaden zugefügt hat. Und das sind relativ wenige Fälle. Und wenn sie keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben, wie es viele Staaten lange Zeit hatten, dann können sie auch den Gesetzgeber und den Dekretgeber, an dieser Stelle meistens den Staats- oder Regierungschef, nicht wegen verfassungswidriger Rechtsetzung vor Gericht ziehen. Und das stärkt natürlich die Exekutive. Wir in Deutschland, trotz eines starken Verfassungsgerichtes, haben Ähnliches erlebt bei den Aktionen der Euro-Rettung oder der versuchten Euro-Rettung, als die Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds einmal sich zum Ausruf verstiegen hat: Und wenn ich noch einmal im Lauf dieser Beratung das Wort Bundesverfassungsgericht höre, dann verlasse ich auf der Stelle den Sitzungssaal, weil die deutsche Regierung immer wieder sagte, dies und jenes könne sie nicht tun, weil die und die Entscheidung sei verfassungsrechtlich angreifbar und sie würde auch verfassungsrechtlich vor dem Verfassungsgericht angegriffen werden. Verfassungsgerichte engen nun einmal die Exekutive ein. Und wenn man für die Verfassungsgerichtsbarkeit ohnehin nur rudimentäre Möglichkeiten vorsieht, hat man natürlich freie Hand. Beim Herrschaftsumgang ist in allen politischen Systemen, wo es keine wirksamen rechtlichen Schranken gibt, weil mit Generalklauseln, Dekreten ohne Verwaltungsgerichtsbarkeit, ohne oder mit einer schwachen Verfassungsgerichtsbarkeit regiert wird, dort ist effektiv der Herrschaftsumfang nicht effektiv begrenzt. Wenn der Staat wenig tut, ja, dann wann er wenig tun will. Wenn der Staat nicht die politischen Ansichten eines nennenswerten Teiles der Bevölkerung regeln will oder ihre religiösen Praxen und Überzeugungen von Staatswegen regeln will, naja, dann will es der Staat halt nicht. Wenn er es will, könnte er es tun. Das sichert nicht gerade persönliche Freiheit. Und obendrein sind in vielen Staaten Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz jederzeit möglich. Nicht jeder Staat kennt den Grundsatz, dass Richter nicht gegen ihren Willen versetzt werden dürfen, den wir in Deutschland durchlob haben. Nicht in jedem Staat sind Richter von staatlicher Weisungsbefugnis unabhängig. In klaren Diktaturen wie der DDR ohnehin nicht. Da waren die Richter auf sozialistische Gesetzlichkeit verpflichtet und haben nicht in Zivilsachen, nicht in normalen Strafsachen, da funktionierte die DDR wie jeder andere formelle Rechtsstaat. Aber in politisch relevanten Verfahren wurde das Urteil politisch festgelegt und vom Richter dann vollzogen, weil der Richter genau wusste, wenn er es nicht vollzieht, vollzieht es ein anderer und er ist einen Job los. Und obendrein kommt es dort, wo die Regierung es kann und will, häufig dazu, dass die Regierung auch außerhalb des rechtlich vorgesehenen Rahmens agiert. In Deutschland darf die öffentliche Gewalt A, nur dort tätig werden, wo es eine rechtliche Grundlage dafür gibt. Und B, darf sie Prärogativrechte im Krisenfall ausüben. Also wo es keine rechtliche Regelung gibt, aber etwas getan werden muss. Aber es gibt Staaten, wo die Regierung nach eigenem Ermessen das unternimmt, was sie für richtig hält. Und dann kann der Herrschaftsumfang ganz nach Belieben der Regierenden verändert werden. In solchen Staaten also haben wir weder klare Demokratie noch klare Diktatur. Sie sind in der Mitte drinnen, auf vielfältige Weise auf diesem Kurs festhaltbar. Ja, es sollte noch angefügt werden, dass man an solchen Staat sich Minderheiten, ob das nun politische oder sexuelle oder religiöse oder ethnische oder sonstige Minderheiten sind, natürlich in einem Zustand der Unsicherheit befinden. Wenn es der Regierung gefällt, plötzlich anders aussehende verwaltungsmäßig zu schikanieren, mit gleich welchen Begründungen, dann wird es eben getan. Gibt es keine verwaltungsrechtliche Kontrollmöglichkeiten, ja, wer will dann sich gegen den Staat wehren?
All das kommt in der Praxis vor. Hier haben Sie das Ganze noch einmal in ein Schema hineingefügt, das ich dringend und intensiv zu studieren empfehle. Und dann können Sie wirklich sehen, an welchen Kriterien sich autoritäre Regime auf der einen Seite vom demokratisch-polyarchischen Gegenpol unterscheiden und welche Merkmalskombinationen den Zwischentyp zwischen Demokratie und Diktatur ausmachen, der eben in dieser Typologie hybrides Regime heißt. So, damit sind wir wieder beim Streit um die Demokratie angelangt. Nur eine Minderheit der Menschen kennt Demokratie aus eigener Anschauung. Bestimmte Bevölkerungsanteile der Welt haben Demokratie nie selbst erlebt. Die größte Demokratie nicht ganz gut funktioniert, die indische, die allein hat schon über 1 Milliarde Leute und so weiter. Folglich gibt es aus der Sicht der meisten Kulturen keine Erfahrung mit praktizierter, mit effektiver Demokratie. Ja, wenn es keine Erfahrung gibt, gibt es natürlich auch keine guten Erfahrungen. Und wenn in einem solchen Staat Demokratie errichtet wird, wird sie am Anfang ja auch nicht richtig funktionieren. Das heißt, die ersten Erfahrungen, die so eine Kultur mit Demokratie macht, sind entmutigende Erfahrungen, enttäuschende Erfahrungen. Infolgedessen ist es riskant, in eine funktionierende Diktatur einfach Demokratie und gar nur fremdbestimmt, etwa durch Eroberung eines Landes und aufgezwungenen Systemwechsel zu verpflanzen. Es wird nicht gut gehen. Und alle unsere Erfahrungen im Irak und in Afghanistan zeigen, dass es nicht gut geht, obwohl westliche Politik jahrzehntelang auf dieser Prämisse gegründet war. Und ich habe Ihnen schon knapp einmal benannt, was die wichtigsten Grundsatzpositionen von Kritikern der Demokratie sind. Zum einen die, dass ja Gott selbst die Gesetze festgelegt hat, nach denen Frieden auf Erden schaffbar ist. Nämlich als er sich dem Propheten Mohammed, dem letzten Propheten, offenbart hat und genau beschrieben hat und in der Praxis des Propheten auch dargetan hat, auf welche Weise man gutes Regieren ermöglicht und wer ist der Mensch, dass er sich gegen Gottes Gebote, wo sie so präzise aufgeschrieben sind im Heiligen Koran, vergeht. Eine Kultur, die das glaubt, die iranische, die arabische, saudi-arabische, die wird natürlich dem Gedanken, dass das Gemeinwohl aus ergebnisoffenem Streit entsteht, nicht furchtbar viel abgewinnen können. Man wird dem Gedanken, dass politische Macht sich nicht von Gott her legitimiert, sondern von der Zustimmung der Bevölkerung, die in freien, kompetitiven Wahlen errungen werden muss, her legitimiert, wird diesem Gedanken nicht sonderlich viel abgewinnen können. Es gibt die Kritik dergestalt, dass Demokratie ja auch was anderes sein kann, als sich ständig zu streiten. Sondern dass Demokratie darin besteht, dass jene, die Macht ausüben, Rücksicht nehmen auf jene, über die sie Macht ausüben. Dass jene, die Macht ausüben wollen, erst einmal unter Beweis gestellt haben müssen, dass sie die wissensmäßigen und moralischen Qualifikationen besitzen zur Macht ausüben. Qualifikationen, die von den bereits Macht ausübenden überprüft werden, sodass man die Macht ausübenden kooptiert. Dass man von den Korruptierten mit Machtausübernahme erwartet, dass sie sich ethisch halbwegs korrekt verhalten, also nicht korrupt sind, sie in den Dienst des Gemeinwohls stellen. Das Ganze kann aufruhen auf bewährten konfuzianischen Grundsätzen, Fürsorge des Älteren über den Jüngeren, Fürsorge der Gelehrteren gegenüber den weniger Gelehrten und so weiter. Und hat politische Systeme mit erheblicher Stabilität herbeigeführt. Weswegen in Staaten wie Singapur, ein sehr unfunktionierender Staat, dann argumentiert wird, wofür brauchen wir Demokratie? Wir haben nicht nur Absenz von Rauschgiftkriminalität, wir haben überhaupt kaum Kriminalität. Wir haben keine Graffiti, keine Kaugummis auf der Straße. Wir haben eine Bevölkerung, die zufrieden ist. Wofür alles in der Welt sollen wir Demokratie einführen? Welchen Vorteil könnten wir in Singapur haben, hätten wir Demokratie? Und entsprechend argumentieren inzwischen viele Chinesen. Und es gibt die Position, Autoritarismus der Regierbarkeit willen. Wichtig ist, dass zunächst einmal die Gefahr des Bürgerkrieges gebannt ist. Dass in der Gesellschaft nicht die einzelnen Stämme oder Interessengruppen oder sozialen Schichten übereinander herfallen. Und wenn das nur dadurch geht, dass Muammar al-Gaddafi an der Macht ist,
Ja, der soll doch bitte an der Macht bleiben. Und wenn eine friedliche Entwicklung in einem Land nur um den Preis möglich ist, dass die Kommunistische Partei Chinas an der Macht bleibt, ja, dann soll sie doch bitte an der Macht bleiben. Welchen Vorteil hätten die Chinesen oder die Welt davon, wenn China und Bürgerkriege sich wieder beginnen? Wichtig ist, dass regiert wird. Erst eine spätere Sorge ist, dass gut regiert wird. Und wenn man dann hinlänglich viel Zeit hat, über Luxus nachzudenken, und wenn es praktische Probleme gibt, die man auf diese Weise lösen könnte, ja, dann kann man vielleicht auch Wahlen einführen, die wirklich was verändern könnten. Auch das ist eine weltweit sehr weit verbreitete Position, die dann an westlicher Demokratie nicht so furchtbar viel Vorbildliches findet. Und die uns, die wir an westliche Demokratie gewöhnt sind und in der Regel auch Argumente haben, warum sie, wenn sie gut funktioniert, die bestmögliche Herrschaftsform ist, da findet man also Positionen, die dem, wie wir zu denken gewohnt sind, völlig entgegenstehen. Aber wenn wir nicht kulturellen Ethnozentrismus praktizieren wollen, in der Rede vom kulturalistischen Rassismus an dieser Stelle zu vermeiden, dann tun wir gut daran, diese Gegensichtweisen auch zunächst einmal ernst zu nehmen und nicht einfach abzuwerten. Ja, und dann gibt es die Gegenposition des Monismus, das heißt, es gibt die Vorstellung, was ist wirklich gut für den Menschen, der Sozialismus, der Islam oder sonst etwas, und man baut einen Staat auf eine einheitliche, klare Leitidee auf. Daraus entstehen dann in der Regel totalitäre Diktaturen, über die müssen wir aber hier nicht weiter reden. So, es gibt also Streit um die Demokratie und es gibt, wie ich hoffe, gezeigt zu haben, auch immer wieder gute Gründe, darüber zu streiten. Der europäische Erfahrungshorizont, aus dem heraus wir über Demokratie nachdenken und zu streiten pflegen, ist der, dass wir spätestens seit den Religionskriegen die Erfahrung und die Tradition eines starken Staates haben. Es fängt der europäische Staat wirklich nicht stark an. Die ganzen europäischen politischen Strukturen, auch wenn sie sich vom Bauplan und von der Leitidee her an römischen Reichsstrukturen vielfach orientieren, entstehen aus der Völkerwanderung im Frühmittelalter, sind extrem schwach. Normannen und Ungarn und dann später die Mongolen konnten unglaublich schnell, unglaublich viel an politischer Stabilität beseitigen. Dann kommt die Pest. 1348 mit riesigen Folgen, Bevölkerungseinbußen von weit über einem Drittel der Bevölkerung, je nach Region. Der stabile Staat, den wir kennen, er entsteht im Grunde in und aus den Religionskriegen. In Deutschland genannt der deutsche Fürstenstaat, gibt ein berühmtes Buch von einem berühmten Politikwissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, der deutsche Fürstenstaat, Ludwig, wenn ich den Vornamen richtig im Kopf habe, Ludwig von Senckendorff. Da entsteht der Staat, der auf klare Verwaltung aufgebaut ist, wie an staatlichen Universitäten, also Verwaltern, die die notwendige Ausbildung an staatlichen Universitäten kommen, wo in verschiedenen Formen sich moderne Volkswirtschaftslehre als Lehre vom richtigen Umgang des Staates mit der Wirtschaft entwickelt. Da entstehen Staaten, die überwiegend oder sehr häufig kleinteilig sind. England ist nicht gerade ein gigantisch großes Land gewesen. In Deutschland entsteht der Staat auf der Ebene der Fürstentümer. Also entstehen kleinteilige staatliche Strukturen. Und das, was wir für selbstverständlich nehmen, ist eben eine Sondererscheinung Europas mit seinen äußeren Anreizen. Das sind zum Anbau der bevorzugten Getreidesorten, die dann eben Transport und Technik und so weiter verlangten, technischen Vorsprüngen und dann eben der auch metaphysischen Einbettung der Regierenden in die Vorstellung, dass die Regierenden nach ihrem Tod in der ägyptischen Pharao sich vor Gott rechtfertigen müssen und folglich als gute Väter ihrer Untertanen sich aufzuführen hätten. Also starkes Regiment, aber nicht einfach zum eigenen Nutzen, sondern im Dienst der Regierten. Und ein solches Staatswesen kann man dann, wenn es halbwegs läuft, auch über Gewaltenteilung und Aufklärung auf den Entwicklungsweg der Demokratie bringen. Und so war es tatsächlich in Europa. Sodass wir in Europa eigentlich als Grundansatz des politischen Denkens haben, es braucht einen starken Staat, der ist da, der muss jetzt lediglich noch domestiziert und demokratisiert werden und immer weiter demokratisiert und liberalisiert werden, bis man dann so Grenzbereiche austestet, wo Liberalität zur Permissivität wird
wo Demokratie in organisierte Verantwortungslosigkeit mündern kann. Und wo es diesen starken Staat nicht gibt, muss er erstmal geschaffen werden, und das ist völlig richtig. Also der starke Staat muss da sein, und dann sorgt man dafür, dass sich die Machtkonzentration eines Staates, der stark ist, mit Gewaltenteilung und demokratischen Strukturen verbinden lässt. Das ist der ganze Duktus, und Sie haben gemerkt, dass auch diese gesamte Vorlesung von diesem Denkansatz sehr stark geprägt ist. Es gibt einen anderen Erfahrungshorizont im unzweifelhaft demokratischen Bereich, das ist der nordamerikanische Erfahrungshorizont. Dort ist die Grunderfahrung die der schwachen Staatlichkeit. Das moderne Amerika entsteht ja aus europäischen Kolonisationsbemühungen. Die ersten Kolonien funktionieren überhaupt nicht gut. Die erste Kolonie in Virginia, die krepiert. Auch in den Neuengland-Staaten war das nicht von Anfang an eine Volksgeschichte. Die übliche Faustformel war die, die erste Generation von Kolonisten darf froh sein, wenn sie überlebt. Die zweite Generation darf froh sein, wenn sie ihre Lebensverhältnisse halbwegs stabilisiert. Und in der dritten Generation kann man allmählich die Hoffnung hegen, dass es ein gutes Leben wird. Der Staat ist schwach. Und die europäischen Mächte können auch nicht hinlänglich viel an Polizei und Militärgewalt dort stationieren. Die großen Kolonialmächte, die da entstehen, die Franzosen und die Briten, die nehmen Zuflucht zu Fremdtruppen, die Briten insbesondere zu Deutschen. Die Markgrafschaft Hessen war ein bevorzugtes Rekrutierungsgebiet für deutsche Söldner in britischen Diensten. Woher auch der Spruch kommt, ab nach Kassel. In Kassel wurden die hessischen Rekruten zusammengeholt, trainiert und von dort weiter verschifft über niederländische Häfen nach den USA. Es gab eine Knappheit an Repressionspersonal. Und als die Engländer dann sagen, ja Freunde, Kolonisten, wir sichern euch immerhin Schutz vor diesen bösen Rothäuten, die nicht akzeptieren wollen, dass ihr plötzlich deren Gebiet besiedelt. Kann man gar nicht verstehen, dass die was dagegen haben. Wir bringen doch denen erst überhaupt noch Kultur. Und die haben ja Häuser und Feuerwaffen und Pferde und das Christentum und den Alkohol. Wir können sich dagegen sperren. Die greifen uns Kolonisten oder euch Kolonisten dauernd an. Wir, die britische Regierung, wir beschützen euch, aber es braucht es allmählich einen Eigenbeitrag von euch. Wann immer Urkunden gemacht werden, da gibt es eine Steuer auf Urkunden. Und auf Post gibt es Steuer. Und darauf, ja klar, bis dann die dort sagen, no taxation without representation und so weiter und so fort. Und dann ist der Staat erst recht schwach. Der britische Staat schafft es nicht, die Kolonien zu halten. Dort, wo dann die Siedlung weitergeht von den Neuengland-Staaten an die Appalachen heran, über die Appalachen im mittleren Westen und dann immer weiter in die Rockies und dann nach Kalifornien, dort ist der Staat erst recht schwach. Schauen Sie mal unter dieser Perspektive die schönen, guten Wildwestfilme an. Also noch so die richtigen, also die richtig künstlerisch aufgeladenen. Was ist ein Staat zu sehen? Es gibt einen lokalen Sheriff, der ab und zu verprügelt, verjagt oder selbst aufgeknüpft oder abgeschossen wird. Vielleicht kommt dann aus der nächsten größeren Stadt der Marshal und kommt dann in irgendeinen Showdown bei Hainun zum Sieg über irgendwelche Anderswollenden. Im allerschlimmsten Fall kommt, meistens mit attraktiv dramatischer Verspätung, die US-Kavallerie. Also irgendeinen vor der US-Kavallerie. Das ist der Staat. Die Grundvorstellung ist die, der Staat ist eigentlich nicht da. Wir selbst haben für Recht und Ordnung zu sorgen und darum knüpfen wir eben Leute auf. Ohne lang zu warten, bis da der US-Marschall kommt, der wahrscheinlich die Ebene freispricht oder sonst was macht. Also es ist die Grunderfahrung des schwachen Staates. Wir müssen unsere Sachen in die eigene Hand nehmen, dessen kein dran denkt an ein staatliches Waffenmonopol. Die Freiheit des Bürgers beginnt damit, dass er sich in seinen Vorgaben zur Wehr setzen kann. Auch wenn der Vorgang mitten in Washington D.C. oder mitten in Boston ist. Oder irgendwo im Wilden Westen. Das ist die grundlegende Erfahrung. Folglich ist die Vorstellung von Demokratie auch eine andere. Demokratie ist im Wesentlichen bürgerschaftliche Selbsthilfe. Der Staat ist ein bestenfalls notwendiges Übel, ganz anders in Europa. Das ist der Leitgedanke der, wir, die Arbeiterklasse, ausgebeutet vom liberalen Staat. Wir, wenn wir schon nicht die Revolution wollen, was ein Teil der Arbeiterklasse und ihrer Parteien wollte, wir übernehmen die Staatsmacht. Wir lassen uns auf Wahlen ein. In Wahlen gewinnen wir Mehrheit in den Parlamenten.
Und dann regieren wir Sozialdemokraten den starken Staat so, dass der Staat ein Instrument im Dienste der Schwachen ist. Das prägt sozialdemokratische Programmatik bis heute und sozialistische auch. Kein dran Denker in den USA. Der Staat ist nicht das Instrument, mit dem man der Bevölkerung dient. Der Staat, das sind jene, die sich einmischen, die den Leuten Geld wegnehmen, umverteilen. Die nennen es dann Krankenkasse, aber in Wirklichkeit geht es um jenes. Die nennen es Steuern, aber in Wirklichkeit bauen die da bloß ihre plutokratischen Strukturen auf und schicken unsere Soldaten in die ganze Welt. Es ist ein völlig anderes Verständnis des Staates. Der Grundansatz des politischen Denkens dort ist der, ein wirklich demokratischer Staat muss ein dezentralisierter Staat sein. Also keine Verlagerung der Kompetenz für den Bau von städtischen oder dörflichen Schulen an die Bundesregierung, wie es in Deutschland soeben als großer Triumph der Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern gepriesen wird. Der Bund darf inzwischen auch die Schulen finanzieren und folglich kontrollieren. Naja, in den USA außerhalb der Vorstellbarkeit oder des Wünschens werden. Der Staat muss dezentralisiert sein. Und außerhalb des Kerngeschäfts, Geschäfts, die nationale Sicherheit zu garantieren, was immer das heißen mag, muss der Staat ein Schwacher sein. In Europa ganz anders. Der Staat muss stark sein. Und dann haben eben Leute, die mehr als dieses und jenes Einkommen haben, wie es der Beschluss auf dem letzten Parteitag der Linken gewesen ist, die haben dann was denn 60% oder 70% Steuern sollen sie bezahlen. Ja, das geziemt sich auch nur. Denn keines Menschen Arbeit ist mehr als 1 Million Jahreseinkommen wert. Und was er trotzdem kriegt, das gehört folglich eigentlich nicht ihm. Das gehört dem Staat. Der soll im Dienst derer, die weniger verdienen, umverteilen. Für europäische Ohren kann nichts logischer sein als das. Für amerikanische Ohren kann nichts skurriler sein als das. Und folglich ist es wichtig, sich klar zu machen, dass es über Demokratie und was sie ist, und wie Demokratie und Staatlichkeit genau aufeinander bezogen werden sollen, dass es selbst unter nur wirklich lupenreinen Demokraten unterschiedliche Vorstellungen gibt. Angelsächsische oder besser gesagt amerikanisch-kanadische Leitgedanke, man muss dafür sorgen, dass Bürger und Gesellschaft sich ihrerseits aktiv um das Gemeinwesen kümmern und zwar möglichst staatsfrei. Leitgedanke in Deutschland, wenn die Bürgergesellschaft etwas tut, dann hat doch der Staat diese Aktivitäten zu unterstützen. Ich baue auf irgendeine Nachhilfeorganisation in sozial schwachen Gebieten, damit die jungen Leute dort bessere Lebenschancen haben. Das dient doch der Gemeinschaft, wie soll die Gemeinschaft dafür sorgen, der Staat hat mir Zuschüsse zu geben. Wir haben inzwischen eine gesamte Quasi-Industrie an Produktion sozialer Fürsorglichkeit, die vom Staat finanziert wird und folglich entsprechendes Steuergeld braucht. Uns kommt das als völlig natürlich und normal vor. Wie soll es denn anders sein? Man kann über Demokratie aber auch anders nachdenken. Und das bitte ich immer im Kopf zu haben. Demokraten können sich sehr intensiv darüber streiten, wie Demokratie richtig organisiert wird. Ja, und ich selbst bin wie so oft eine Synthese aus These und Antithese. Es braucht schon einen starken Staat. Als Gehäuse auch von Sozialstaatlichkeit. Aber eine Zivilgesellschaft darf nie so weit herabsinken, dass sie sogar ihre Selbstorganisation auf die Prämisse gründet, dass der Staat sie finanziert. Das hat mit einem selbstbewussten Bürger und einer stolzen Bürgergesellschaft nichts zu tun. So, das Resultat dieser unterschiedlichen Herangehensweisen sind natürlich auch unterschiedlich akzentuierte normative Diskurse über Demokratie und unterschiedliche Ausgestaltungen konkret funktionierender Demokratie. So, es gibt also Streit zwischen Leuten, die verschiedene Formen von Demokratie sich vorstellen. Und dazu käme jetzt noch alles, was wir ausgeführt haben über schwache und starke Konzeptionen von Demokratie. Es gibt Streit zwischen denen, die Demokratie für etwas Vernünftiges halten und denen, die es für nichts Vernünftiges oder nur zweitrangig Vernünftiges halten. Sodass die Frage auftaucht, gibt es denn etwas, worüber Konsens besteht? Zumindest zwischen denen, die von der Sache etwas verstehen. Ja, es gibt Konsensbereiche und die Konsensbereiche aus dem Vergleich der empirischen Forschung sind im Wesentlichen die folgenden.
Demokratie erzeugt besonders verlässlich den Glauben daran, ein Staat bestehe zu Recht und politische Herrschaft werde zu Recht ausgeübt. Das ist der Hauptgrund, warum auch lupenreine Diktaturen auf das Gewand von Demokratie nicht verzichten wollen. Deswegen die DDR als lupenreine Diktatur gerne an Maifeier oder sonstigen Feiertagen das Volk aufmarschieren und der Führung zujubeln ließ. Wir sind so unglaublich dankbar für die großartige Führung, die unsere Obersten uns angedeihen lassen. Zwar verstehen wir nicht alles, aber die Genossen werden sich schon was Richtiges dabei gedacht haben. Auch Diktaturen wollen demokratischen Legitimitätsglauben, weil einfach die Idee der Demokratie, seitdem sie sich über Aufklärung und westliche Expansion durchgesetzt hat, zu attraktiv ist, als dass man der irgendetwas sehr Überzeugendes entgegensetzen könnte, Gedankenstrich, mit Islam und asiatischer Demokratie als den derzeit wichtigsten Konkurrenten, die wir scheint beide auf dem aufsteigenden Ast sind. Zweitens, Demokratie erlaubt es ganz vorzüglich in einer sehr effektiven Weise politisches Führungspersonal loszuwerden, zu bestellen und zu rekrutieren. In Demokratien, insbesondere dann, wenn man anders als bei uns den Politikerberuf nicht vollständig verächtlich gemacht hat, finden sich immer wieder Leute und eben auch tüchtige Leute, die bereit sind, sich politisch zu betätigen. Auch eine hauptberufliche politische Laufbahn irgendwann einzuschlagen. Die Bevölkerung selbst kann solche Leute an Machtpositionen bringen oder nicht, je nachdem, wie das Wahlrecht und das politische System ausgestaltet ist. Und insbesondere die Bevölkerung hat relativ große Chancen, unerwünschtes politisches Führungspersonal loszuwerden. Durch Parlamentswahlen kann man womöglich sogar Staatspräsidenten zum Rücktritt zwingen. Warten wir mal ab, was sich bei den amerikanischen Midterm-Elections mit dem Präsidenten Trump tun wird. Und spätestens am Wahltag kann auch quasi allmächtige Staatspräsidenten loswerden in der Demokratie. Man muss da keinen Putsch machen, keinen Bürgerkrieg machen. Und die ganzen Begleitschäden von Putschen und Bürgerkriegen, die tauchen in Demokratien selbst bei fundamentalen politischen Kurs- und Personalwechseln nicht auf. Und das ist eine feine Sache. Es ermöglicht drittens Demokratie besonders effektiv die Veränderung von Politik, ohne das gesamte politische System zu verändern. Schauen Sie, das ist das Problem mit so furchtbar vielen Diktaturen. Wenn Sie in Nordkorea die dortige Mischung aus Aufrüstungs-, Einschüchterungs- und Hungerpolitik aufbrechen wollen, wird sich das ohne eine Veränderung des nordkoreanischen Systems schwer machen lassen. Und die Politik der DDR unter Führung der SED ließ sich ohne eine fundamentale Veränderung des gesamten politischen Systems nicht machen. Die erste fundamentale Änderung war 6. Dezember 1989, als die noch sozialistische Volkskammer beschloss, den Artikel 1 der Verfassung zu streichen, der da lautete, dass die DDR die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei sei. In Demokratien müssen Sie die Verfassungsordnung nicht ändern. Sie müssen das politische Regime nicht ändern, um fundamentale Politikwechsel herbeizuführen. Ja, in manchen Demokratien müssen Sie nicht einmal die Regierung wechseln, um fundamentale Politikschwenks hinzukriegen. Unter der derzeitigen Kanzlerin ist die Energiepolitik um fast 180 Grad verändert worden. Der Charakter der Streitkräfte als Volksarmee oder als sozusagen Berufs- und perspektivisch Söldnerarmee ist geändert worden. Die Politik, die Stabilitätspolitik in der Eurozone ist geändert worden. Und im Bereich der Migrationspolitik hat es zunächst ganz wesentliche Änderungen rein in die Kartoffeln und später raus in die Kartoffeln gegeben, ohne dass die Regierung verändert worden wäre. Letzteres, die Veränderung der Migrationspolitik aufgrund von Wahlergebnissen, weil eine Protestpartei in die Parlamente gelangt ist und die etablierten Parteien Angst hatten, das könnte zum Flächenbrand werden. Man hört und sagt, wenn die Leute die und die Politik wirklich nicht wollen, na, dann verändern wir halt die Politik, damit die Bürger nicht mehr genötigt sind, sozusagen die AfD zu wählen. Das ist ein gigantischer Vorteil von Demokratie. Das System, wenn es einmal gut eingerichtet ist, es kann bestehen bleiben.
Durch die Gewichtsverlagerung bei Wahlen, durch die Vorauswirkung von Wahlergebnissen, ob man sie mag oder nicht, die Wahlergebnisse, das allein schon verändert die Politik. Obendrein ist es so, dass in Demokratien Staatlichkeit sich verfestigt. Staatlichkeit von Italienisch lo Stato, ich wiederhole mich wieder einmal, ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher Ordnung, erlaubt überhaupt erst eine bestimmte Berechenbarkeit oder Abschätzbarkeit der Lebensverhältnisse. Wenn kein Bürgerkrieg mehr da ist, wenn die Umstände halbwegs stabil sind, dann kann ich eine Lebensplanung machen. Ich will diesen oder jenen Beruf ergreifen, ich werde diesen oder jenen Ausbildungsweg machen, meine materiellen Lebensperspektiven sind die, folglich mache ich folgende Entscheidungen und unterlasse die anderen. Verlässlichkeit ist das Wichtigste. Und unter demokratischen Bedingungen steigt die Chance auf politische Verlässlichkeit sehr stark an. Denn zwar werden die Regierungen wechseln, aber das System verändert sich nicht. Das ist das, was im alltäglichen Stoßseufzer sich etwas vulgarisiert ausdrückt, der da lautet, ja, wen soll ich denn wählen, ganz gleich, ob die Roten oder die Schwarzen an der Macht sind? Es wird immer die gleiche Politik gemacht. Es ändert sich im Grunde nichts. Ja, das ist übertrieben, es ändert sich schon im Einzelnen vieles. Aber es steht nicht gleich das gesamte politische System zur Disposition. Im Großen und Ganzen muss in einer etablierten Demokratie kein Mensch vor einem Regierungswechsel Angst haben. Das Land wird in 10 Jahren noch im Wesentlichen genauso aussehen wie davor. Abgesehen von den Veränderungen, die sich durch wirtschaftliche Konjunkturen und sonstiges ergeben, die ganz natürlich sind durch technische Innovationen. Aber es steht die grundlegende politische Ordnung nicht auf dem Spiel, weil man eben die jeweiligen Machthaber austauschen kann, und zwar in Demokratien in der Weise, dass jene, die nicht mehr halbwegs in Übereinstimmung mit Bevölkerungspräferenzen sind, aus dem Amt geholt werden und jene, die ins Amt kommen oder im Amt bleiben, auf Bevölkerungspräferenzen reagieren. Was eben wiederum die Stabilität des politischen Systems steigert. Deutschland hat schon wieder einen Regierungschef, der so regiert, in diesem Fall ist es eine Frau, dass selbst nach 12 Jahren die allerwenigsten mit einer Ablösung rechnen und wenn man den demoskopischen Umfragen traut, die allerwenigsten eine Ablösung wünschen. Tja, mehr an Stabilität geht nicht, als dass wir Angela Merkel noch zum 90. Geburtstag im Bundeskanzleramt unser Hoch ausbringen. Demokratien, und das geht auch zum Konsensbereich, haben freilich ein Problem, das ist der Zeittakt der Wahlen, denn Wahlen sorgen für beschränkte Zeitperspektiven der Amtsinhaber. In Deutschland weiß man genau, wann ist Wahl in NRW, wann ist Wahl in Bayern, wann ist Wahl dort und so weiter, wann ist die nächste Bundestagswahl, und man bemüht sich, die größten politischen Turbulenzen nicht unmittelbar vor Wahlen zu machen. Und man weiß, was man in einer Wahlperiode nicht geschafft hat, an gesetzgeberischen Akten, das verfällt der sogenannten Diskontinuität, dann muss man das Gesetzgebungsverfahren völlig neu anstoßen. Und das heißt, aus der Sicht praktischer Politiker ist die Politik immer in sehr kurzen Wellen organisiert. Es ist schwer, Projekte zu machen, die 2 Wahlperioden oder mehr umfassen. Ich, jetzt als chinesischer Autokrat, sage, das ist doch ganz furchtbar. Eine Volkswirtschaft, die kann man doch bloß über 10, 15 Jahre entwickeln. Wenn ich nur eine Amtszeit von 4 oder von 8 Jahren hätte, könnte ich gar keine wegweisende Politik machen. Und unter der Prämisse, dass die Machthabenden eine vernünftige Politik machen, die sehr häufig nicht gegeben ist, kann man diesen kritischen Einwand gut verstehen. Aber nun denken Sie wieder zurück an den Wiederwahlmechanismus. Dasjenige, was Demokratie wirklich praktizieren lässt, ist ja eben, dass die Regierenden nicht allzu weit von dem oder allzu lange von dem abweichen können, was die Regierenden zu akzeptieren bereit sind. Demokratie hat man nur um den Preis, dass die Regierenden nicht allzu lange im Amt bleiben können, ohne sich einer Wiederwahl stellen zu müssen. Die Amerikaner haben das gar nicht ungeschickt organisiert. Eine Kammer des Parlaments muss sich alle 2 Jahre der Wahl stellen. Alle 2 Jahre. Die andere Kammer des Parlaments wird alle 2 Jahre zu einem Drittel erneuert, aber mit Verweilzeiten der Senatoren bei 6 Jahren. Das kreiert auf der einen Seite Kurzfristigkeit. Alle 2 Jahre sind
Repräsentantenhauswahlen und ein Drittel des Senats wird gewählt. Das sind aus der Wahl eines Präsidenten die sogenannten Midterm Elections. Mitten in seiner Amtszeit schlägt wieder der große Pöbel zu, nämlich die Bevölkerung. Man vermasselt schönste Politik. Davor hat man noch eine Mehrheit und anschließend hat man keine mehr. Macht keinen Spaß. Aber für Spaß haben halten wir uns ja auch keine Politiker. Wir halten sie dafür, dass sie für uns politische Arbeit machen. Und von uns, dem Volk, Entschuldigung, der Bevölkerung, am kurzen Zügel geführt werden. Und darum soll man tatsächlich Wahlzeiten nicht allzu lange ausdehnen. Aber für alles, was man haben will, muss man einen Preis bezahlen. Weil die Politik ist das richtige Leben. Und der Preis ist eben die Kurzfristigkeit von Politik. Noch einmal, unter der Prämisse, dass die Machthaber vernünftig sind, wäre das ein schädliches Prinzip. Aber die Prämisse, dass Machthaber vernünftig sind, steht auf sehr schwachen Beinen. Die meisten Machthaber nach kurzer Zeit im Amt werden unvernünftig. Und darum ist es gut, sie in relativ kurzen Abständen loswerden zu können. Und wenn man sie unbedingt behalten will, ja, kann man die Verfassung so einrichten, dass Bundeskanzler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wahlperioden lang wiedergewählt werden. Ist bei uns möglich. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. So, was sagen uns Systemvergleiche sonst noch über Demokratie? Wohlgemerkt, das sind alles Argumente und Wissensbestände, die man haben sollte, wenn man sich kompetent über Demokratie, über ihre Vorteile und über ihre Macken unterhalten will. Demokratie löst eine Reihe von wichtigen Problemen. Und später werden wir sehen, dass sie auch eine Reihe von Problemen verursacht. Und da muss man dann wieder auf die richtige Balance zu kommen versuchen. Erstens erlaubt Demokratie eine Trennung zwischen dem System und der Regierung. Auf Englisch ist das die Unterscheidung von Constitution und Government. Die wird in England im 18. Jahrhundert zum Common Sense Wissen derer, die an Politik sich beteiligen oder darüber nachdenken. Man kann sehr wohl ein Fan der Verfassungsordnung sein, obwohl man ein ausgepichter Gegner, um das Wort Feind zu vermeiden, der jeweiligen Regierung ist. In Deutschland muss niemand die Bundesrepublik Deutschland beseitigen, um eine neue Regierung herzubekommen. In einer Demokratie hat man das legitime Recht auf Ausübung von Opposition, hat man Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit für politische Parteien. Das System selbst sieht vor, dass man den Wechsel herbeiführen kann. Und eben das stiftet Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und alle Vorteile, die mit solchen Dingen wie Berechenbarkeit und Stabilität einhergehen. Das klingt so einfach, weil uns so selbstverständlich. In der Geschichte des Regierens ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Wer den Pharao im alten Ägypten loswerden will, stellt das System in Frage. Wer Hitler loswerden wollte, stellte das System in Frage. Und wer Honecker loswerden wollte, stellte das System in Frage. Wer Hollande loswerden wollte, brauchte bloß für Macron oder Le Pen wählen. Und das System geht weiter, zumindest unter Macron, zumindest unter den Umständen, die jetzt absehbar sind. Der zweite Vorteil von Demokratie ist, bildlich gesprochen, es wird dem großen Leviathan, wie Thomas Hobbes den Staat, als großen Befrieder in Bürgerkriegssituationen nannte. Die Demokratie legt dem großen Leviathan Ketten an, und zwar nicht nur die Kette von Gewaltenteilung und Recht, sondern die Rückbindung von Herrschaftsmacht an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten. Und das ist ein absolutes Deluxe-Gut, wie ich mehrfach schon zum Ausdruck gebracht habe. Demokratie sichert persönliche Freiheit, denn wenn sie einmal da ist und funktioniert, tut man sich ziemlich leicht, Politiker loszuwerden, welche die persönliche Freiheit gefährden. Und viel leichter als Alternativen zur Demokratie erlaubt Demokratie das Hinwirken auf nicht nur Rechtsgleichheit und nicht nur Chancengleichheit, sondern auch auf soziale Gleichheit. Achtung, Demokratie garantiert das nicht, ganz im Gegenteil, Demokratie kommt der Gleichheit in die Quere. Denn Freiheit kommt der Gleichheit in die Quere. Demokratie beruht auf Freiheit. Und wer so frei ist, eine gute Ausbildung zu machen,
hat eine andere Biografie, als wer so, Frau, so frei ist, sich in jungen Jahren Alkohol, Drogen und so weiter hinzugeben und Ausbildungsmöglichkeiten einfach ungenutzt und sie vorbeistreichen zu lassen. Der hat dann vermutlich eine etwas andere Biografie am Ende seines Lebens. Demokratie, weil beruht auf Freiheit, fördert Ungleichheit. Überhaupt keine Frage. Aber wenn in einer Gesellschaft gesellschaftlicher Zusammenhalt, gemeinsame Werte ausgerichtet an Menschenwürde verankert sind, was eine Voraussetzung für stabile Demokratie ist, wenn zugleich Demokratie mit einem starken Staat einhergeht, wie in Europa, weil wir das einfach zusammendenken, anders als Amerikaner, die dann auch eine andere Umgangsweise mit sozialer Gleichheit haben, dann kann man sehr wohl über demokratische Mechanismen das politische System in den Dienst des Hinwirkens zunächst auf Chancengleichheit und dann auf soziale Gleichheit stellen. Man kann als politische Partei den Wählern sagen, es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit oder lasst uns künftig mehr Zeit auf Gerechtigkeit in ihre Herstellung verwenden, je nachdem. Und wenn man dafür eine Mehrheit bekommt, dann kann man das tun. Man kann der Wählerschaft sagen, wir werden für Leute ab einem bestimmten Einkommensniveau die und die Steuern auferlegen. Wenn es dafür eine Mehrheit gibt, und die meisten bezahlen ja keine so hohen Steuern, weil sie keine so hohen Einkommen haben, wirklich sollte es den Wählern eigentlich geben können, dann kann man das einführen. Wie sich das bewährt, ist eine andere Frage. Aus der kann man lernen. Man kann aus gemachter Politik Konsequenzen ziehen. Und Politiker, die Politik gemacht haben, die sich als nicht günstig erwiesen hat, wieder abwählen und eine Alternative kommt an die Macht. Es ist in einer Demokratie überhaupt kein Problem, als politische Partei zu sagen, A, wir wollen den Mindestlohn, zweitens, der Mindestlohn soll so und so viel höher sein als derzeit. Und kommen wir in die Macht, machen wir ein Gesetzes- oder eine Gesetzesnovelle, die den Mindestlohn erhöht, um auf mehr soziale Gleichheit hinzuwirken. Wenn es dafür eine Mehrheit gibt, dann gibt es sie, dann wird die Politik gemacht und wenn sie sich bewährt, entsteht mehr Gleichheit, wenn sie nicht bewährt, ja, dann haben wir zumindest etwas gelernt, wie es nicht geht. Es ist in der Demokratie überhaupt kein Problem, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann einzuführen. Politische Parteien können das in ihre Wahlprogramme schreiben, können mit der Idee um Stimmen werben und finden sie eine Mehrheit, dann hindert sie nichts auf der Welt daran, durch Parlamentsbeschluss ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Da kann man in der Praxis sehen, wie sich das bewährt. Wenn es gut bewährt, wunderbar, mehr soziale Gleichheit. Wenn es nicht bewährt, dann wird man schon merken, dass die und die Probleme eintreten. Und dann ist es in der Demokratie überhaupt kein Problem zu sagen, hey, das war ein Irrweg. Jene, die das gemacht haben, haben unserem Land mehr geschadet als genutzt. Wählt die bitte bei der nächsten Gelegenheit ab. All das ist möglich. Man muss sich das System in Frage stellen. Im System können wir unglaublich viel tun. Und nachdem empirische Studien zeigen, dass es in Gesellschaften folgenden Zusammenhang gibt, gibt es auch gute Gründe, auf Gleichheit hinzuwirken. Egalitäre Gesellschaften kennzeichnen sich durch mehr Lebenszufriedenheit der Leute, weniger Krankheiten, mehr Einsatz für Wirtschaft und Gesellschaft. Egalitäre Gesellschaften haben gigantische Vorteile. Und der schönen Demokratie ist besser als autoritäre Diktaturen, wo man die Privilegien der Machthaber sichern muss. Anders als rassistische politische Systeme, in denen es um die Hinanstellung von Andersaussehenden geht. In Demokratien, anders als in jenen anderen politischen Systemen, ist es weder ein normatives Problem noch ein praktisches Problem, auf Gleichheit hinzuwirken. Die Grenzen ergeben sich nicht aus der Demokratie, sondern aus der Wirklichkeit selbst. Und wo in der Wirklichkeit Grenzen liegen, kriegt man genau dann raus, wenn man sie erkundet. Manche Experimente hat man schon gemacht, etwa die Grenzen der Belastbarkeit der deutschen Wirtschaft zu testen, was ein SPD-Politiker in den 60er Jahren verlangte. Seitdem stieg die Arbeitslosigkeit. Manche Experimente hat man noch nicht gemacht. Je nach politischer Stimmung lässt man sich darauf ein oder nicht. Demokratie sichert ferner wirkungsvolle Legitimität, erstens, weil ihre Leitgedanken, zumindest für Leute aus unserem Weltkreis, überzeugend sind. Darum bitte soll die Ausübung politischer Macht nicht abhängig gemacht werden von der Zustimmungsbereitschaft der Regierten. Sind denn Leute dessen blöde, bloß weil sie keine öffentlichen Ämter innehaben?
sind Leute, die keine Politik machen, zu wenig wissen, um sich über Politik Gedanken machen zu können. Ja, natürlich nicht, Leute, uns zumindest ein. Also die Gedanken, die Leitgedanken von Demokratie sind höchst überzeugend. Und obendrein hat Demokratie, so wie wir sie im Westen institutionalisieren, jede Menge von Pufferinstitutionen, auf die man zeigen kann, wenn was schiefläuft. Die wichtigste Pufferinstitution sind die politischen Parteien. In Demokratien wählen wir ja sehr selten Personen. Wir wählen in der Regel Personen als sozusagen Chiffren oder Charaktermasken oder Anführer von politischen Parteien. Und in die Parlamente wählen wir ohnehin Parteien. Selbst dort, wo es wie in Großbritannien ein Mehrheitswahlrecht gibt, macht es für die Wähler schon den Unterschied, ob das einer von Labour oder einer von den Konservativen oder sonstiger ist. Wir wählen Parteien. Und es hat schon seinen etwas ungerechten, aber tiefen Sinn, dass Parteien in sämtlichen westlichen Demokratien zu den am wenigsten wertgeschätzten politischen Institutionen gehören. Weil wir nämlich sämtlichen Ärger über Politik an den Parteien abrechnen lassen. Deswegen ist es gar nicht selten, dass etablierte Parteien sich auflösen und verschwinden, wie in Frankreich, und neue Parteien sich bilden. Im Grunde sind wir in Deutschland eine gigantische Ausnahme. Die SPD, die gibt es seit weit, weit über 100 Jahren. Lediglich die Nazis und dann später die Kommunisten haben sie in ihre Funktionstüchtigkeit gebracht. Ansonsten ist das BRD-Parteiensystem seit der Wiederbegründung der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen das gleiche geblieben. Wo bestehende Parteien Probleme nicht richtig aufgegriffen haben, entstanden neue Parteien, wie die Grünen oder inzwischen die AfD. Auf die setzen da manche Leute die Hoffnung. In Frankreich sind die meisten Parteien inzwischen untergegangen oder die Bedeutungslosigkeit verschwunden und neue Parteien bilden sich. Parteien sind die wichtigste Pufferinstitution zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Den Puffer braucht es aber auch. Es braucht politische Parteien und es muss dann immer wieder auch der Bevölkerung gesagt werden, dass sie es mit ihrer Kritik an politischen Parteien nicht übertreiben sollten, denn ohne Parteien läuft Demokratie nicht. Aber es sind Parteien mit ihrer Programmatik und Parteiführer, die dann konkret Politik machen und dann eben auch falsche Politik. Deswegen man sie dann auch zu Recht kritisiert. Und Diktaturen haben diesen Puffer nicht. Wenn eine Diktatur eine regierende Partei hat, dann ist es eben diese Partei, auf die sich alle Ärger entlädt. Und es gibt keine systeminterne Alternative. Halten Sie gerade diesen Punkt sich klar vor Augen und dann fangen Sie an zu begreifen, dass dieses Wunderwerk namens Demokratie so unglaublich viele Vorteile und Feinheiten bringt, dass es nachgerade verantwortungslos ist, sie nicht so gut zu kennen, wie das insbesondere einem Studierenden der Politikwissenschaft möglich wäre. Nächste Stunde geht es mit Demokratie als Problemlösung weiter und dann schauen wir uns die Macke mit dem Staatsraum an. Tschüss, bis nächste Woche.